Trace, jetzt habe ich es ausgerechnet. Vorausgesetzt, wir bekommen bis morgen 8 Partyservice-Aufträge und geben bis nächsten Monat keinen Cent aus. Sind wir aus den roten Zahlen? Ja. Aha. Aber zu essen haben wir dann nichts. So, Trace, ich habe die Töpfe und Pfannen abgeholt, die du bestellt hast. Welche Töpfe und Pfannen? Na, die, von denen ich Dagi nicht sagen sollte. Welche Töpfe und Pfannen? Jetzt weiß es, glaube ich. Trace, warum hast du mir nicht gesagt, dass du das kaufst? Ich dachte, wir wären gleichberechtigte Partner. Ja, sind wir auch. Es ist nur, du bist der beste Koch der Welt, Dagi, und du brauchst einfach das beste Werkzeug. Geiler Laden, bei 2 Töpfen gibt's ein Tamburin. Ich werde nie so gut kochen können wie du, also nehme ich die Last der Verwaltung auf mich. Na, ich könnte es dir beibringen, Trace. Los, oh, Anna, bist du fertig? Wenn es um eine Ciao, private Familie... Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Nicht jetzt, Wayne. Oh, oh, was liest du denn da, Junior Zuckerpuppe, das kleine Einmaleins? Wenn es um eine private Familienfeier oder Freunde und Bekannte geht, wenden Sie sich immer an Bring was Besseres. Hat Wayne das perfekte Timing oder was? Das ist der Knüller für mein Familientreffen. Gratuliert mir! Oh, belegt muss beliebt sein. Es gibt einen Grund, warum die Nummer belegt ist, Wayne. Diese Nummer ist diese Nummer. Wir sind Bring was Besseres. Warum antwortet ihr nicht? Das ist Ihr Werbefaltblatt, das ich für Sie entworfen und geschrieben habe. Das fotokopiere ich jetzt 200 Mal und stecke es in alle Briefkästen. Das ist wirklich niedlich, Junior Zuckerpuppe, aber ich bin hier der Typ mit der Werbeerfahrung. Fotokopiere es 200 Mal und stecke es in alle Briefkästen. Wie würdest du es machen als Genie? Hör zu, Pubertätszuckerpuppe. Wie wär's, wenn du mir, sagen wir, 50 davon gibst und ich gebe sie dann dem Vertriebsmanager von Love It Enterprises? Wem? Onkel Luigi. Ja, er hat engen Kontakt mit jedem Haushalt der Gemeinde. Wie? Er ist ein Müllmann. Was? Du, müsstest du nicht längst im Bett sein? Nein, es ist erst 4:30. Oh, ich höre deine Barbie-Puppen rufen. Junior Zuckerpuppe! So, mal sehen. Caterer, F für Familientreffen. Was ist mit uns, Wayne? Nein, es ist nur Familie. Partyservice, wir kochen euch das Essen. Du? Hättest du mich für verrückt? Madonna. Ach komm, Wayne, lass es uns mal versuchen. Das ist viel zu wichtig, klar? Mein Großonkel Alfonso ist aus Sizilien gekommen. Der Junge ist Millionär und praktisch schon tot. Meine Familie will unbedingt Eindruck schinden bei dem Filio di Putana. Ja, geben die mir doch schlappe 5000 Mäuse, nur für den Partyservice. Hast du gerade 5000 Dollar gesagt? Ja. 50 pro Kopf, 100 Leute. Oh. Ich sag euch was. Weil Wayne gern gibt, weil Wayne gern teilt, kriegt ihr diesen Auftrag. Oh, oh toll, Wayne. Du wirst stolz für 1000 Dollar. Oh, was? Keinesfalls. Komm schon, Zuckerpuppe, ich häng mich hier aus dem Fenster. Ich geh ein Risiko ein mit einer jungen, unerprobten Firma. Was wird mit den anderen 4000 Dollar? Na, Verwaltungskosten, Zuckerpuppe. Komm schon, ich mach mich hier stark und nur für dich. Es könnte zu weiteren Aufträgen führen. Welchen? Onkel Alfonsos Beerdigung? Also gut, wir machen's. Gut, aber hey, das Essen muss absolut perfekt sein. Denn wenn Onkel Alfonso das mag, was er isst, dann hinterlässt er mir seine Millionen. Ist er wirklich so reich? Oh, Dagi, der hat noch die erste Lira, die er verdient. Er ist noch schäbiger als Bobbys Jeans. Also muss ihm gefallen, was er isst. Andernfalls ist es der Todeskuss. Mundgeruch macht einsam. Hört gut zu. Ich meine es ernst. Wenn ihr zwei Küchenclowns diesen Megagig vermasselt, sorge ich dafür, dass ihr kein Essen mehr kocht in dieser Stadt. Einmal liebt Onkel Alfonso es, dann wieder hasst er es. Das ist wirklich lächerlich. Was kann so kompliziert sein an Antipasti? Tja, keine Ahnung. Ich versuche ja anti-gar nichts zu sein. Leben und leben lassen. Hallo? Ja, Guido, was wollen Sie? Ciao, Evo! Ah, sowas, Zuckerpuppenweiber. Du hast jetzt keine Zeit, Strickmuster zu besprechen. Halt die Klappe! Gnocchi und Ravioli zuerst. Aber Wayne sagt... Vergessen, was Wayne sagt. Guido, wirklich... Guido, gib mal her! Hör zu, du Arsch mit Ohren! Du kriegst keinen Penny von Onkel Alfonso und jetzt schmier dein Fahrrad mit deinem Haargel. Itaka. Ihr habt eine enge Familienbindung. Vetter Guido wollte mich aus dem Testament raushauen. Onkel Alfonso ist ein Riesen-Elvis-Presley-Fan, klar?
Und Guido blättert 150 Mäuse für eine Frisur wie der King. Ist sowas zu glauben? Ja, er ist ein Vetter. Er will nur die Kohle von dem armen alten Kerl. Und ich sag dir, das bricht mir das Herz. Der wunderbare Alte ist mein Fleisch und Blut. Ich liebe meinen Onkel Alberto. Alfonso. Hallo, guten Tag zusammen. Sind Sie die Besitzer der Bring-was-Besseres-Catering-Firma, die derzeit ihren Firmensitz in diesem Haus hat? Ja, das sind wir. Doug Stevens, Tracy Lawson. Wir sind Partner. Ja, und ich bin diejenige, die die Verwaltungsseite betreut. Also nehme ich die Aufträge entgegen. Oh, gut. Mein Name ist Brenda Beanley. Ich bin von der Gewerbeaufsichtsbehörde der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung ist besorgt, weil sie ihre Pläne bislang noch nicht eingereicht haben. Oh, wir hatten noch nicht daran gedacht, einen Empfang der Stadtverwaltung auszurichten. Nein. Ich spreche von Plänen in einem Maßstab von nicht weniger als 1 zu 100. Aus denen ihr gesamtes Geschäft hervorgeht. Die Arbeitsabläufe, die Anschlüsse, das unbewegliche Inventar und so weiter. Nein, das muss ein Irrtum sein. Das ist ein Privathaus. Also geben Sie freiwillig zu, Sie führen ein illegales Geschäft. Ja. Vielleicht zitiere ich mal aus der Zulassungsordnung für Nahrungsmittelbetriebe, Paragraph 18, Absatz 3, wörtlich. Die Zubereitung von Nahrung für kommerzielle Zwecke ist in einer privaten Küche verboten. Oh. Tut mir leid, wir hatten keine Ahnung. Ihre Unkenntnis ist sehr amüsant, aber irrelevant. Ja, aber niemand hat uns gesagt... Die Stadtverwaltung will den Konsumenten einfach nur davor bewahren, Opfer der ausbeuterischen Geschäftstüchtigkeit einiger Leute zu werden, die versuchen, die amtlichen Vorschriften zu umgehen. Da, du sprichst für die Firma zu diesem Thema. Sprich! Aber ich hab... Und hat uns jemand empfohlen, oder? Tja, ein schleimiger Müllabfuhrarbeiter namens Luigi Poncetto wollte mir diese Broschüre verkaufen. Wayne, pst! Da ist jemand von der Stadtverwaltung. Wir dürfen in einer Privatküche keinen Partyservice betreiben. Hey, jetzt warte mal. Häng das nur nicht mir an. Ich kenne euch doch kaum. Wayne, das bedeutet, es wird nichts aus deiner Party. Sie macht hier dicht. Sie? Du hast keine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht, oder? Mach dir dicht. Ich werde da reingehen und ihr mit meinem Charme die Hosen ausziehen. Falls sie welche anhat. Diese Schachtel ist eindeutig ein hygienisches Risiko. Das ganze Haus muss auf die Legionärskrankheit untersucht werden. Oho, könnte man mich mal kneifen? Bin ich in einem Traum oder schon tot und im Himmel? Wayne, das ist Brenda Beanley. Sie ist von der Gewerbeaufsichtsbehörde der Stadtverwaltung. Ach so, und Sie wollen mit Wayne durch den Paragraphenschungel reiten? Und wie genau gehören Sie zu dieser Catering-Firma? Ach, Zuckerpuppe, ich stecke überall drin. Wissen Sie, ich habe diese beiden für einen Riesenauftrag angeheuert. 100 Italiener. Die müssen noch 2 Tage weiterarbeiten können und da dachte ich vielleicht, kommen Sie und ich zu einem befriedigenden Arrangement. Ich zeige Ihnen meinen, Sie zeigen mir Ihren Auftrag. Entschuldigen Sie bitte. Falls Sie vorschlagen, dass Sie sich... sexuell vereinigen wollen mit einer beamteten Repräsentantin der Stadtverwaltung, dann würde meine Antwort angesiedelt sein im positiven Bereich. Wo bitte? Es bedeutet ja. Nein. Ich bewundere einen Mann, der weiß, was er will. Ehrlich? Natürlich reden wir hier über ein einfaches wie du mir, so ich dir Arrangement ohne weitere Zugeständnisse. Sie meinen, ich bin drin? Ich sehe es gern, wenn die Stadtverwaltung eng mit den Bürgern zusammenarbeitet. Och, welche Position Sie auch immer einnehmen. Ah, nein, ich meine... Und was das Kochen betrifft, es gibt eine städtische Küche, die man mieten kann. Ich verzichte auf ein Bußgeld und empfehle, Sie mieten die Küche. Und in der Zwischenzeit machen Sie die Vorbereitungen hier für seinen Empfang. Oh, das ist toll, toll. Mit der mündlichen Übereinkunft, dass wir ein Meeting einberufen. Zusammen? Ich gebe Ihnen jetzt eine Nummer, 643YG91. Beziehen Sie sich auf diese Nummer, wenn Sie mit der Stadtverwaltung schriftlich verkehren. Das ist ein bisschen unpersönlich. Das hatte sich nicht auf Sie bezogen. Also gut, dann ich werde Sie morgen hier abholen, pünktlich um 5 Uhr. Zum Meeting? Ich möchte es so sagen. Wenn es so läuft, wie ich will, und so läuft es immer, werden Sie mehr als einen Vorgang mit mir bearbeiten.
Und wenn Onkel Alfonso eine lebensbedrohende Allergie auf Ravioli hat, warum sagt man das nicht gleich? Hören Sie, Guido, ich habe sehr viel... Guido, gib mal her! Hör gut zu, du Erbschleicher! Das war rausgeschmissenes Geld für den Elvis-Satin-Anzug. Onkel Alfonso fällt darauf nicht rein. So, und jetzt häng auf, bevor ich rüberkomme und dir deine blauen Wildlederschuhe da reinstecke, wo sie reinpassen. Bleib so schön. Wayne, entspann dich. Du hörst nicht auf Guido. Du änderst gar nichts, bevor ich es dir sage, okay? Ist gut. Gut. Wir brauchen noch $500 für das Fleisch. Ja, gut, bitte. Und, noch 500 für die Fische. Ja, gut, gut. Es muss nur Spitzenklasse werden, Zuckerpuppe, Spitzenklasse werden. La Parmigiana, la Matriciana, le Fettuccine, i Tortellini, i Vermicelli aus Neu-Delhi. Wenn die Speisen sich nicht reimen, wird er sie nicht essen. Oh, das ist es. Das ist der Schlüssel. Die Speisen müssen sich reimen. Wenn die Speisen sich nicht reimen, Zuckerpuppe, sie müssen sich reimen. Bitte mach, dass sie sich reimen. Entschuldige, Wayne, das war nötig. Warum bist du so verspannt? Ich bin nicht verspannt. Ich bin nicht verspannt! Oh, hat das was mit deinem Rendezvous mit Brenda zu tun? Brenda? Natürlich nicht, Brenda. Du spinnst doch. Brenda, die ist doch... Ich bin nicht verspannt. Brenda. Bobby, hör jetzt auf mit diesem Quatsch. Hör zu, Bobby. Ich habe echt Angst. Was ist los mit dir? Ich habe Angst vor diesem Treffen mit Brenda. Ich brauche ein paar Tipps, aber schnell. Verstehe. Na, so wie es ist, lass dich einfach treiben. Wenn du es gut findest, dann tu's. Denn du weißt, was ich meine. Glaubst du wirklich, das weiß ich nicht? Was tun? Ja, du tust es einfach. Und wenn du es dann noch gut findest, dann tust du es nochmal. Verstehst du? Was denn, wenn ich nicht mal weiß, was ich beim ersten Mal getan habe? Und was mache ich danach? Naja, was du immer machst, Mann. Aufwachen? Wayne, ich habe eine alte Flasche Aftershave. Die kannst du für deine Verabredung brauchen. Oh, danke, Dagi. Das Verfallsdatum ist abgelaufen, aber das macht nichts. Nur ein Tröpfchen hinter die Ohren. Bloß kein Feuerzeug anmachen. Oh, das ist Brenda. Das ist Brenda. Brenda, kommen Sie rein. Mr. Stevens? Ich bin froh, dass Sie schon gewisse Fortschritte gemacht haben bezüglich der Hygiene bei der Nahrungsmittelvorbereitung. Ich kann ein Desinfektionsmittel riechen. Oh, nee, nee, das ist Waynes Aftershave. Oh, Brenda. Brenda, das ist mein Freund Bobby Rivers. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Wir teilen alles. So, dann rufen wir Sie vielleicht an. Danach. Tja, also, sind Sie soweit? Oh, der starke, stille Typ. Ach, übrigens, diese Küche ist an den meisten Nachmittagen frei. Ich habe auf Ihren Namen schon mal einen Mietantrag gestellt. Oh, toll. Wie mit diesem Mietantrag verfahren wird, ist natürlich abhängig davon, wie mit anderen Dingen verfahren wird. Wenn Sie mich verstehen. Viel Glück, Wayne. Lass dich treiben, Mann. Was ich noch fragen wollte, gefällt Ihnen mein Trenchcoat? Oh, gut. Sonst habe ich nichts weiter an. Ich gehe ran. So, im Bus ist mehr italienisches Essen als in Luciano Pavarotti. Trace? Ja? Elvis wieder. Was ist jetzt, Guido? Nein, ich habe Wayne schon seit gestern nicht mehr gesehen. Ciao. Ihr wunderschönen, mitfühlenden Menschen. Er ist hier, Guido. Was ausrichten? Gut. Wayne, Guido sagt, es wird morgen vielleicht zu spät sein. It's now or never. Alfonso wird nicht warten. Wayne, geht es dir gut? Oh ja. Wir brauchen weitere $500 fürs Dessert. Okay. Eigentlich sind es 1000. Auch gut. Womit wir insgesamt bei $5000 sind. Wenn du dann also hier unterschreiben würdest. Klar. Ich war gerade im Himmel und zurück. 17 Mal. 17 Mal? War Brenda auch da? Ich möchte es mal so sagen.
Ich habe die richtige Frau gefunden. Und wer weiß, eines Tages tragen wir denselben Namen. Welchen, Wayne? Also träume ich das nur oder scheint die Sonne heute Morgen heller? Hm. Jedenfalls sieht jetzt alles viel heller aus. Wir müssen los. Genau, wir wollen ja nicht zu spät zur Feier kommen. Welche Feier? Die Feier für deinen Onkel Alfonso. Weißt du, dein reicher Onkel Alfonso? Oh mein Gott, hab ich vergessen. Bobby, hilf mir, ich komm nicht hoch. Das wundert mich nicht nach 17 Mal. Bobby, wir müssen Guido erwischen. Ja. Danke, Rosa. Nett, dass Sie angerufen haben. Wiedersehen. Oh, Zuckerpuppe, hat Brenda schon angerufen? Nein, aber deinem Onkel Alfonso hat die Party gefallen. Sieht aus, als würdest du bald Millionär. Sie muss angerufen haben. Vielleicht ist das Telefon kaputt. Brenda? Ach, Guido, häng endlich auf, ja? Vergiss das mit Alfonso. Du schnulzt den Kerl mit dem Songboden hart an. Du weißt doch, dass er einen Schrittmacher hat. Das war Elend. Mir hat's gefallen. Es war Playback. Hör zu, Guido. Lass dir von mir einen guten Rat geben. Geld bedeutet gar nichts, wenn die Liebe in dein Leben tritt. Jetzt häng endlich auf! Na gut, dann sagen Sie Brenda, dass Ihr Freund angerufen hat. Vielen Dank. Danke. Bleiben Sie so schön. Sie arbeitet so viel. Meine arme Brenda, jetzt ist sie seit 48 Stunden in dieser Sitzung. Wayne, vielleicht will sie dir damit etwas zu verstehen geben. Oh, Brenda. Guten Tag. Brenda, Schätzchen. Miss Lawson, ich bitte Sie, diese Papiere zu unterschreiben. Sie betreffen die 6-monatige Miete der kommunalen Küche Nummer 7, aha, die im Folgenden immer genannt wird, kommunale Küche Nummer 7. Zuckerpuppe, ich bin's, deine Bowlingkugel der Liebe. Unterschreiben Sie jeweils dort, wo die Kreuzchen sind, und dann können Sie schon morgen den Betrieb aufnehmen. Oh. Also, ja, da. Ja, das ist korrekt. Haben Sie vielen Dank. Ich sollte Ihnen mitteilen, dass dies mein letzter offizieller Besuch ist als Beauftragte der Genehmigungsbehörde. Haben Sie gekündigt? Es laufen amtliche Untersuchungen wegen sexueller Belästigung gegen mich. Gegen dich? Ehrlich? Wie kommen die dazu? Tja, offenbar hat so ein schleimiger Gemeindemüllmann namens Luigi Puncetto etwas gegen zeitgemäßes Verhalten und moderne Frauen. Luigi? Ja, und gewisse Bademeister der Gemeindefreibäder. Und der Bürgermeister. Blöde Männer. Trotzdem, Luigi ist es zu verdanken, dass ich den Mann meiner Träume gefunden habe. Oh, Brenda! Ein selbstsicherer Mann, der sich von einer selbstsicheren Frau nicht bedroht fühlt. Wir segeln zusammen um die Welt. Um 2 Uhr geht's schon los. Brenda, ich muss doch noch die Hühner füttern und, weißt du, mir Schwimmflügel kaufen. Oh, nein, doch nicht du, Shane. Wayne! Wie auch immer. Nein, du warst nur eine Zwischenmahlzeit. Was bin ich komisch? Schau! Aber Zucker! Puppe. Ich war nur eine Zwischenmahlzeit. Ich komme mir so billig vor. Ach, was soll's, Wayne. Du findest schon wieder eine Freundin und diesmal eine, die zu schätzen weiß, was für ein wundervoller Mensch du bist. Naja, aber das Ganze hat doch auch Vorteile. Du bist vielleicht einsam und dein Herz ist gebrochen, aber du bist reich, einsam und dein Herz ist gebrochen. Bobby. Ich geh ran. Hallo? Wenigstens werden die heißen Zuckerpuppen mich umschwärmen, wenn ich erst Onkel Alfonsos Millionen habe. Ja. Wer? Presley? Ach, Guido Presley. Naja. Der ist total am Hund. Das war eine Nachricht von Guido. Wegen deinem Onkel Alfonso. Offenbar hinterlässt er kein Testament. Er gibt sein ganzes Geld für eine 20-Meter-Yacht aus und segelt um die Welt. Um 2 geht's los mit irgendeiner Braut, die er gerade kennengelernt hat. Er kennt sie durch deinen Onkel Luigi.